Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Wer von euch hat sich schon mal die Frage gestellt, warum hört mein Kind einfach nicht auf mich? Ich habe die Hoffnung, dass es jedem Elternteil mal so geht, dass das Kind einfach partout nicht das tut, was man gerade von ihm will, und dann wird man frustriert oder laut und das funktioniert einfach nicht und dann bekommt man vielleicht noch so schlaue Kommentare wie: Du musst einfach konsequenter in deiner Erziehung sein, du musst mal richtig durchgreifen, damit dein Kind auch sieht, wo der Hammer hängt, wer hier die Hosen anhat. Und vielleicht fängt man dann an, so seine gesamte Erziehung zu hinterfragen und sich überhaupt zu hinterfragen, was mache ich überhaupt erziehungstechnisch falsch? Ich kann euch beruhigen, es gibt viele Gründe, warum euer Kind nicht hört. Dass ihr zu wenig durchgegriffen habt, ist vielleicht nur einer von vielen. Und wenn euch interessiert, was noch ein Grund sein kann und was noch dazu führt, dass eure Kinder nicht auf euch hören, dann bleibt jetzt dran, denn dieser Frage gehen wir jetzt auf den Grund. Punkt Nummer 1, warum dein Kind nicht hört, kann einfach nur sein, weil es dich tatsächlich nicht gehört hat. Ich bemerke das bei mir selber ganz oft, dass ich irgendwie tausend Sachen gleichzeitig am Tun bin. Gerade wenn man sich am Fertigmachen ist, um raus aus der Tür zu wollen, ist es ganz oft so, dass ich rufe: Levian, zieh dich jetzt mal bitte an. Oder: Levian, zieh schon mal bitte deine Schuhe an. Und dann gehen 5 Minuten ins Land und ich wundere mich, warum er nach diesen 5 Minuten sich nicht angezogen hat. Und dann sage ich: Levian, ich habe dir jetzt schon 2-mal gesagt, dass du dir endlich deine Schuhe anziehen sollst. Und dann fällt mir auf: Moment mal, habe ich mich wirklich hingesetzt, auf Augenhöhe ihn in die Augen gesehen und gesagt: Levian, wir gehen jetzt dann gleich los, wir müssen jetzt alle unsere Sachen vorbereiten, könntest du bitte schon mal deine Schuhe anziehen? Nein, habe ich nicht. Und dann wundere ich mich, dass er nicht gehorcht. Ganz einfach, weil er nicht gehört hat, dass ich überhaupt was mache. Das kennt ihr wahrscheinlich auch von euch persönlich. Wenn ihr gerade total fokussiert seid und euer Partner kommt und erzählt euch irgendwas, kriegt man das auch nicht immer mit. Und so ähnlich kann es eben auch bei den Kindern sein, dass sie so vertieft sind, dass sie nicht aktiv hören, dass ihr etwas von ihnen wollt. Der zweite Grund kann sein, dass eure Sprache nicht spezifisch genug ist. Oft ist es so, dass wir Kinder Anweisungen geben, die für sie nicht ganz so klar sind. Wie zum Beispiel: Räum dein Zimmer auf. Sehr spezifisch, was genau soll ich im Zimmer aufräumen? Und sie gucken dann ins Zimmer und denken sich: Ja. Es ist aber viel leichter für Kinder, den Anweisungen auch zu folgen, wenn man ihnen klare Anweisungen gibt. Wie zum Beispiel: Hol jetzt schon mal deine Schuhe aus dem Schrank, die stehen in der obersten Schublade. Weil oft ist es so, dass sie dann eine Aufgabe haben, wissen nicht genau, wo sie anfangen sollen oder wissen nicht genau, wo sie suchen sollen, und dann haben sie es auch schon wieder vergessen. Also sagt man: Komm, wir räumen jetzt die Bauklötze auf. Hier hast du eine Kiste, räum mal alle Bauklötze in die Kiste rein. Und je spezifischer unsere Angaben und Anweisungen sind, desto leichter fällt es den Kindern auch, das dann zu befolgen. Grund Nummer 3, warum die Kinder nicht hören, kann ganz einfach aus dem Grund sein, dass es zu viele Regeln gibt und die Kinder regelmüde geworden sind. Das bedeutet jetzt nicht, dass man bei uns zu Hause alles machen darf, was man möchte, aber ich habe einfach gelernt, dass es bei uns den Alltag wahnsinnig erleichtert und entspannt, wenn ich mich wirklich nur auf die Regeln beschränke, die wirklich wichtig sind, weil sie zum Beispiel die Sicherheit betreffen, wie nicht am Herd rumspielen, nicht über die Straße laufen. Oft ist es so, dass wir Erwachsene so ordentlich sind, dass es uns aufregt, wenn die Kinder die Kissen rumschmeißen oder mal irgendwas umschütten, rumschmeißen, eine Sauerei machen, in Anführungszeichen. Aber solche Sachen sind eigentlich total wichtig für die Entwicklung der Kinder, weil sie daran lernen. Deswegen habe ich einfach gelernt, sei nicht die ganze Zeit quasi wie so ein Papagei auf der Schulter und sag: lass das, benimm dich, mach das, sei leise, sondern lass die Kinder einfach mal sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln, und wenn man dann wirklich mal was sagt, so: Das lässt du jetzt aber, dann sind sie erstmal so überrascht, dass jetzt überhaupt so ein Widerspruch kommt, dass sie dann meistens auch gehorchen. Der vierte Grund, warum dein Kind nicht gehorcht, kann auch einfach sein, weil es gerade ein Entwicklungsschritt ist. Ungehorsam ist quasi ein weiterer Schritt in Richtung Eigenständigkeit. Kinder entwickeln im Laufe der Jahre eben auch ihre eigene Persönlichkeit und nabeln sich immer mehr von den Eltern ab. Und dieser Ungehorsam geht ja nicht direkt gegen uns als Eltern, sondern einfach als Schritt auf sich selber zu, damit sie quasi lernen, ihre eigene Meinung zu bilden, für sich selber einzustehen, eigenständiger zu werden und so weiter. Also seht das einfach positiv, dass euer Kind gerade versucht, sich selber zu entwickeln, sich selber zu stärken und so weiter und so fort. Ein anderer Grund für Rebellion kann aber leider auch einfach die fehlende Aufmerksamkeit sein. Oft ist es so, dass Kinder, die zu wenig Aufmerksamkeit von den Eltern bekommen, merken, dass sie aber Aufmerksamkeit bekommen, wenn sich die Eltern über sie aufregen oder wenn die Eltern sie maßregeln. Und von daher kann das so ein ganz schwieriger Teufelskreis werden. Man sagt so: Es gibt ja keine negative Presse. Presse ist Presse, Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. Und wenn es dann eben nur negativ sein muss, dass sich die Mama mit einem beschäftigt, dann machen das die Kinder halt auch. Von daher muss man einfach selber auch aufpassen, dass man den Kindern genug aktiv Zeit schenkt,
dass sie ja nicht das Gefühl haben, sie müssen immer schreien und laut werden, bis die Mama mal reagiert, sondern dass man auch beim ersten Mal reagiert und dem Kind einfach die ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt, dann kann das auf jeden Fall ein Weg in Richtung weniger Auseinandersetzungen und weniger Rebellion sein. Der sechste Punkt, der mir selber auch ganz oft aufgefallen ist, ist, dass meine Kinder schlechter gehorcht haben, wenn sie einfach überfordert waren in der jeweiligen Situation. Also wenn es gerade wahnsinnig stressig war. Wenn wir Eltern selber unter Zeitdruck und Stress waren, wenn viele Leute da waren, dann ist es meistens so, dass die Kinder das einfach nicht mehr packen, weil sie einfach überfordert sind von allem und dann einfach das irgendwo rauslassen und kanalisieren. Und quasi sagen, so, ich bin überfordert, jetzt lass mich mal, ich kann jetzt nicht, ich blockiere jetzt einfach. Das ist bei uns Erwachsenen ja auch ganz oft so, dass wir einfach blockieren und zumachen, wenn uns etwas überfordert und einfach zu stressig ist. Und manchmal, habe ich gemerkt, sind das sogar Situationen, die man ja eigentlich für die Kinder gemacht hat. Wenn man sagt, man geht, weiß ich nicht, in den Freizeitpark oder man macht einen Ausflug und dann ist man aber schon so gestresst beim Picknickzeugs einpacken, alles muss man einpacken, dann muss man alles runterschleppen, man hat die Arme voll, müssen die Kinder sich jetzt schnell reinsetzen, weil sonst kommt man ja zu spät und dann lohnt sich das nicht mehr. Und eigentlich will man ja den Kindern einen schönen Tag quasi ermöglichen, aber verbreitet so viel Stress und Unruhe, dass die Kinder irgendwann total genervt sind und dann sagt man, ja toll, jetzt sind wir hier extra hingefahren und ihr macht die ganze Zeit nur Probleme, obwohl es eigentlich an einem selber lag, dass man nicht die Voraussetzungen für eine entspannte Atmosphäre geschaffen hat. Und der letzte Punkt, der mir aufgefallen ist und den ich sehr wichtig finde, ist, dass wir unsere Kinder manchmal einfach überfordern. Manchmal neigen wir als Eltern dazu, unseren Kindern Dinge abzuverlangen, zu denen sie noch nicht in der Lage sind. Und bei den Dingen, die sie eigentlich schon können, limitieren wir sie dann und trauen ihnen das noch nicht zu. Ich habe das ganz stark zum Beispiel gemerkt beim Anziehen. Ganz oft habe ich gesagt, Levian, komm, du bist jetzt schon 5, du kannst dich schon anziehen. Und dann habe ich mich gefragt, warum ziehst du dich nicht an? Du hast jetzt gerade mal die Unterhose angezogen. Und öfter sagt er dann mal, Mama, ich kann das nicht, ich kann mir die Hose nicht anziehen. Ich sage, Levian, natürlich kannst du deine Hose anziehen. Das Problem war aber, dass er den Knopf nicht zugekriegt hat, weil das so ein blödes Knopfsystem war, so zum Reinschieben. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich dachte, meine Güte, du bist doch alt genug, um deine eigene Hose anzuziehen. Aber an diesem einen kleinen Detail hat es dann gehakt. Und manchmal, wenn Levian sagt, ich möchte das aber alleine machen und ich mir denke, nee, wenn ich ihn das jetzt alleine machen lasse, dann wird das total schief laufen, es gibt das totale Chaos und dann kommen wir nicht rechtzeitig irgendwo hin, dann limitiere ich ihn. Und da blockiert er auch, weil er sich denkt, ich möchte das jetzt aber machen, ich bin jetzt schon selbstständig genug, lass mich doch einfach. So, ich muss sagen, dass mir diese ganzen Punkte in meiner eigenen Erziehung auf jeden Fall weitergeholfen haben, die Sachen mal mit einer anderen Perspektive zu sehen und bei manchen Sachen vielleicht lockerer zu lassen und bei manchen einen anderen Weg zu gehen. Natürlich muss man bei jeder Situation wieder individuell evaluieren, was jetzt da am besten passt, was jetzt der Grund sein könnte. Auch einfach mal versuchen nachzuvollziehen, warum blockiert ein Kind jetzt gerade ein Kind. Stellt sich meistens nicht quer, einfach nur, weil es dich ärgern möchte. Meistens hat das irgendeinen tiefer liegenden Grund und es lohnt sich meistens schon, da ein bisschen hinterzuschauen. Das bedeutet jetzt nicht, dass es bei uns nie Probleme mit dem Gehorsam gibt, im Gegenteil. Denn wie ich auch vorhin gesagt habe, ist es zum Teil auch einfach notwendiger Entwicklungsschritt im Erwachsenwerden und Größerwerden der Kinder. Aber ich finde, man kann sich viel Stress einfach ersparen, wenn man einfach mal aus seiner Elternrolle raustritt, sich mal überlegt, was hat einen vielleicht selber als Kind so genervt und überfordert. Dann kommt man schon ganz gut dahinter, was manchmal das Problem sein könnte mit den Kindern. Und was ich auch bei meiner Recherche ganz oft gelesen habe, ist, dass Ungehorsam oft eben einem gestörten Bindungsverhältnis entspricht. Das hört sich jetzt erstmal krass an, aber Kinder wollen eigentlich gehorchen. Allein schon aus dem Grund, weil sie die Zuneigung und Liebe der Eltern nicht verlieren wollen. Und deshalb fährt man eigentlich meistens am besten, wenn man einfach versucht, das Wir-Gefühl zu stärken, die Familie und die Freundschaft auch mit dem Kind zu stärken. Es geht nicht immer nur darum, dass man so das Elternteil raushängen lässt, sondern dass das Kind sich verstanden fühlt, dass das Kind dich als Freund ansieht. Natürlich bist du immer noch die Mama oder der Papa. Aber wenn das Kind dich als Freund ansieht, dann hat es viel weniger Probleme, dir ehrlich zu sagen, was ihm auf dem Herzen liegt, weil es nicht Angst hat, gemaßregelt oder verurteilt oder sowas zu werden. Es ist auch wahnsinnig wertvoll, einfach mal die Situation wertzuschätzen, in denen ein Kind hört und kooperiert. Oft übersehen wir diese Situation einfach, weil, ja, wenn alles funktioniert, dann ist man ja froh und halten uns dann nur an den Sachen auf, wo es nicht funktioniert. Und da hilft es einfach, da auch mal so einfach den Blick zu schärfen für die Situation, die ein Kind schon gut meistern kann. Und was am wenigsten hilft, ist, wenn man sagt, oh, du bist so frech, nie hörst du auf mich. Denn Kinder sind zum Teil auch das, was wir über sie sagen. Wenn wir einem Kind die ganze Zeit sagen, du bist frech, du bist ungehorsam, dann wird das auch irgendwann frech und ungehorsam sein. Das ist so ähnlich wie mit Leuten, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Wenn man ihnen die ganze Zeit sagt, du bist ein Verbrecher, du bist ein Lügner, dann kommen sie nie da raus. Die besten Eingliederungen von Verbrechern sind immer dann passiert, wenn man die Leute wieder angenommen hat, wertgeschätzt hat.
Ich meine, es ist jetzt krass, ein Kind mit einem Verbrecher zu vergleichen, aber das Prinzip, das stimmt einfach, dass man ein Kind eher für das lobt, was es gut macht, anstatt immer wieder darauf hinzuweisen, was es schlecht macht. Wer hat Lust auf Bandnudeln aus Knete? Ich dachte, es wäre Möhre, ich habe mich schon voll gefreut, das zu essen. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und du vergesst bist viel nicht, zu schnell, ich habe noch gar keinen Abschluss gemacht. Oh, ich dachte, du hast jetzt, das war so abschließend. Ich muss noch überlegen, was sage ich jetzt zum Abschluss? Na egal, ich glaube, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will. Ich will nicht von oben herab sagen, so müsst ihr das machen, dann werdet ihr keine Probleme haben. Ich wollte euch mit dem Video einfach ein paar Anstöße geben, die euch vielleicht zum Nachdenken anregen, die Sachen vielleicht mal von einem anderen Blickwinkel zu betrachten und euch damit vielleicht einfach weiterhelfen, mir selber das nochmal vor Augen führen. Genau, und jetzt darfst du. Genau. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Oh, voll weggebolzt. Hier den Knopf zum Abonnieren zu drücken und das Video weiterzugeben und zu teilen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.